Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind unter Portchester, haben gerade Fulke besiegt. Sie hat sich schon wieder verkrümelt und hat Sigurd schwer verwundet zurückgelassen. Ja, Basim ist bei ihm. Wir werden mal schauen. Ja, sie kann es versuchen. Wir werden mal gucken, wie es Sigurd geht und was mit Fulke abgeht. Sie ist nicht entkommen. Nobody touch her. She is mine. You are too late, Aver. I have opened your brother's mind to the truth. That is my victory. Gehirnwäsche. And you will go with me to the grave. Dein Ernst, du willst nicht mit dem Kreuz verprügeln? Flesh, but my work will live on for all time. You are more like your brother than I realized, Aver. So wie Tür. Fulke, Wächter der Reliquien, Magistra Fulke, das Instrument. Fulke wurde als Tochter einer Fischerverkäuferin in Brügge geboren und wuchs in einer farbenfrohen Umgebung auf, die durch den weitreichenden Handel belebt wurde. Sie liebte die Erzählung von Händlern, die sogar von der Ostsee kamen, und sehnte sich nach einem Leben voller Abenteuer. Sie brachte sich selbst das Leben bei und alles, was ihr unterkam, was zu einer merkwürdigen Mischung aus Glauben und Gewissheiten führte. Sie entdeckte Hinweise auf ISO-Artefakte und verfolgte diese mit Leidenschaft, wodurch der Orden auf sie aufmerksam wurde. Trotz ihrer seltsamen Überzeugungen erkannte man ihre Talente und sie stieg bald vom Rang des Paladins zur Magistra auf, obwohl sie den ehrenvollen Titel Paladin für Zwecke beibehielt, die nur ihr bekannt waren. Dum, dum, dum. Der Vater. Und er ist ein Hinweis gefunden. Oh, okay. Und Fulke war nur die erste große Zwischenboss-Gegnerin hier. Interesting.
Let me walk. Sigurd. Eivor. I will fight. As a thresher through a field of wheat, mad one. What has she done to you? Eivor! We delayed them as long as we could. Reinforcements from Winchester have come. Get Sigurd to a boat. I will hold them off till you're safely away. Fight well, Eivor. Find us at the settlement when you can. Archers! To the walls! Oha. Die Verstärkung ist wirklich da. Jetzt schon. Ja. Was eine geile Position, in der mich das Spiel hier abgesetzt hat. Keep your wits about you, Soma. Don't get careless now. Never. One last effort. Drive them back. I thought we're not done yet. Bin doch nicht. Na, ist egal. Ja, den Fettsack wollte ich. Ah. Do not falter now, man. Haben schon alle erledigt? Einer stand da noch. The last of them. We have beaten them back for now, but without Guthrum's army, we do not have the numbers to hold this fort. We found Sigurd. That is what matters. Guthrum was hasty in his judgment, Eivor. You are fit to stand with the best of us. Go to your brother. The words of one beloved will heal him faster than herbs. I will see to matters here. May the gods guide you, Uba, until we meet again. Ja, dann quatschen wir mal mit den Leuten. Quatschen wir ein bisschen mit denen. So, Majalskona, it seems we have won. A great victory. Not even these walls could stand against us. This land will be ours in time. What now for you? Uba and I will go west, driving the Saxons before us. Alfred will not hold a crown much longer. I hope one day to see you both there. I would like that. Das wäre super. There's one more thing. What are you doing still talking to me? Enough goodbyes. Go to Sigurd. Yes. Be well, Uba. How did you like the taste of battle? That was exhilarating. Reminds me of my younger days. Had you not delayed those reinforcements, we might never have succeeded. You are brave for a priest. Do not underestimate the faithful. We give our lives to a god we cannot see or touch. There is no greater bravery than that. Ja, das ist ein Argument. Zuvanna, I'm glad to see you made it through. Be proud, Eivor. You found Sigurd against the odds. I found his shadow. I must hope that the scars Fulke has inflicted on his mind will heal. Sigurd is strong. It will take more than pain to break him. You did not see him, Luvina.
There was an emptiness in his eyes. I am sorry to hear that. Let us hope for the best. Ich dachte, es wäre Feuer gewesen. You look pleased with yourself. Smell that air. Smells like victory. Smells like blood and brains and the soiled underclothes of dead men. Aye. Isn't that what victory smells like? Perhaps to you, Arstick. I'll take roasting meat, warm mead, and a fire. Ah, you always were soft. Get on with you. We could not have taken this fort without your archers, Hunwalde. My thanks. Oh, it was nothing, you know. All in a day's work. I may need call on them again one day. Ah, was this not the only... Right. Because I was hoping... Well, never mind. Birsten, your ram was invaluable in breaching this fortress. A trifle in comparison to the great service you have rendered me. You will have a good story to tell Alvida upon your return. There is that. But battle is not so thrilling and glamorous as the stories tell. I shall have to spruce it up a little. Hunwald, Elderman of Lincolnshire. It does have a lord... And how do... Well... Okay. Das kannten wir schon. Wollen wir mal in unsere Fertigkeiten reingucken. Wir wollten uns hier so ein bisschen durch diesen wunderbaren gelben Baum vorarbeiten. Den haben wir auch irgendwie schon ganz gut erledigt, würde ich behaupten, ne? So, im Portchester gibt es noch ein paar Truhen und so weiter, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen können. So, wo ist mein lustiger Marker? Natürlich wieder nicht zu sehen. Hinter mir geht's los. Da drüben in dem Gebäude, in der Kirche, ja. Da ist der Marker. Achso, das ist nicht zum Durchklettern gedacht, sondern nur um diesen Türriegel da aufschließen zu können. Diese ganzen kleinen Kisten, die müsste ich eigentlich echt nicht mehr sammeln. Von dem Zeug habe ich so viel rumzuliegen. Eigentlich könnte ich mich wirklich auf die großen Sachen beschränken, aber man weiß ja nie. Vielleicht ist da noch das eine oder andere Interessante drin. Kann man hier irgendwo runterspringen vernünftig? Oder über den Fluss drüber? Hier drüben vielleicht? Ja, nicht so richtig. Hopp. Bald genauso bescheuert wie überall anders auch. Need to get on the other side. Ja, das ist absolut nötig, dass du hier so rumkraxelst. Komm ich denn da ran? Wie man da rankommen soll. Vielleicht hier über diesen Turm runter und dann da unten langlaufen, aber da scheint es ja auch nicht wirklich durchzugehen. Und hier geht es auch nicht nach unten. Okay, wozu brauche ich dieses Ding? Hm.
Okay, wir schauen mal. Also von hier aus kann ich auf jeden Fall hier hochklettern. Ach, hier oben ist ein, alles klar. So, das Spiel ist ja nett, ne? Das sorgt immer für alles. Was? Nicht jetzt? Wer hat das eigentlich den Krug kaputt gemacht? Also, geht auch. Die Steine da einfach so durch die Gegend fliegen. Als geschlossener Verband. Einfach reinlassen oder was? Nee. Ups. So, da war nämlich so eine schöne Rune dabei. Von denen haben wir ganz wenig, von diesen Spezialrunen. So, wo ist denn das? Das war doch hier zu meiner Linken angezeigt irgendwo. Das ist jetzt super weit unterirdisch, oder? Ich renne in die falsche Richtung. So, und wo ist es? Da, oh, da, alles klar. Dankeschön. In der Feste drin habe ich was liegen lassen scheinbar. Aber die Frage ist nur wo. Ich meine, die Feste ist jetzt nicht gerade klein. Da oben. Wenn ich hier direkt so hochklettern, stellt sich heraus, man kann. So, ich muss noch ein bisschen hören, ne? Ja. Und dann gehen wir doch hier einfach rein. Und da muss doch hier irgendwo eine Treppe geben, hier hinten. Hä, was ist denn da wieder los? Ich verstehe dieses Spiel absolut gar nicht, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, wir versuchen es nochmal. Der Schatz befindet sich da oben irgendwo. So, und hier muss ja auch eine Treppe hochgeben, hier zum Beispiel. Kann ich ein bisschen Licht haben vielleicht? Was? Die Treppe hier ist eine Sackgasse? What? Ich muss doch da nach oben. Ja, Leiter bitte, danke. Ach, du bist keine Tür, sondern auch nur so ein Fenster. Okay, es sieht ein bisschen so aus. Als wenn ich hier noch weiter außen hochklettern müsste irgendwo. Sei denn, hier ist eine Treppe nach unten nur. Ne, höher bin ich vorhin auch nicht gekommen in dem lustigen Turm, ne? Ich bin ja dann zum Balkon wieder raus. Nee, mehr so links. Oh Mann. Also, ja, halte ich doch mal da dran fest an dem Ding. Als wenn es nicht gehen würde. Ich dachte, ich kann mich hier in dieses Teil irgendwie rein. Hm, scheinbar nicht. Ups. Das heißt, wir finden möglichst von hier aus einen Weg nach unten. Diesen hier zum Beispiel.
So, da haben wir die Crew. Und sonst finden wir hier nichts in dieser kleinen Schreibstube / Bibliothek. Das ist natürlich ein bisschen schade. Da hätte ich mich gefreut, wenn da noch irgendein cooles Schriftstück gewesen wäre. Aber nope. Ist nicht. So, nach da drüben müssen wir weiter. Da schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen. So, wo muss ich hier hin? Unten? Unten, aha. Na, wahrscheinlich muss ich dann doch wieder hochklettern. Na, vielleicht muss ich sogar da diese Ladung Steine benutzen, um mich da irgendwo durch zu dingsen. Ja, von hier aus komme ich eigentlich ran. Ah, warte mal. Aber wir haben hier... Aha, okay, alles klar. Gut. So, dann schieben wir das hier rüber, krabbeln hier drauf. Und dann schwingen wir uns. Aha, und die Tür ist... Jammed. Need to get on the other side. Natürlich von der anderen Seite verschlossen. Also die Frage ist nur, hält uns das auf? Ach, verdammt, ja, tut es. Erstmal. Aber nicht für lange. Nicht für lange, hoffe ich. Das ist kein brüchiger Boden drunter, ne? Ich versuch's trotzdem mal. Ups. Ja, ich befürchte, das hat absolut gar nichts bewirkt. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Hier aus. Ups, ups. Sehe ich jetzt auch keinen Zugang. Moment mal, ich bleib mal kurz hier unten. Weil theoretisch, wenn ich da durch diese Schießscharte durchkomme, ungefähr so. Deswegen ist es nämlich auch so ein großes Ziel, weil man da ziemlich auf Distanz schießen kann, muss, soll. Im Ernst. Ist so eine Stange. Genau, an die wollen wir ran. Tada! Aber doch easy. So, da haben wir hier drin noch eine Kiste vorne am Tor. Und die habe ich natürlich für den Schluss aufgehoben.
weil wir von da aus dann gleich weiter können. Da müssen wir uns mal ein bisschen orientieren, was uns hier in der Provinz noch fehlt. Hallo, ja, ich freue mich auch. Ich dachte, in der verschlossenen Tür gäbe es hier schon. Nee. Das ist eine Ballista. Nee. Sollte es eigentlich hier rüber springen? Auf diesen Balkon wäre ich gern gekommen. Ja, ungefähr hier wäre ich gern gelandet. So, dann rennen wir hier einmal rum. Stellen fest, hier gibt es keine Tür, ne? Ja. Ja, wunderbar. So, der Schatz befindet sich irgendwo da oben. Wollen wir einfach mal unten reingehen und gucken, wie sich das Ganze von hier darstellt. Von hier stellt sich das nämlich so dar, dass man gar nicht nach oben kommt. Okay, dann krabbeln wir. Ist mein Katja voll? Endlich. Dann krabbeln wir wohl doch mal außen hoch. Aha, ah, ja, okay, das hätte ich natürlich sehen können. Ich habe nicht weit genug nach oben geschaut. So, und dann sind wir hier wieder auf so einem wunderbaren Dachboden und finden die Truhe dort. Dann wollen wir uns mal umschauen, was wir hier noch zu erledigen haben. Aber wir haben echt noch nicht viel gemacht in Wessex. Das ist auch ein bisschen größer. Okay, cool. Vielleicht wollen wir heute die Anlegestelle Embert ist das hier drüben. Die ist natürlich auch mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, auf jeden Fall. Da unten haben wir sogar noch einen ganzen Raubzug zu erledigen. Also es ist noch ein bisschen was, auf jeden Fall. Ja, vielleicht reiten wir einfach mal zur Anlegestelle Amber drüber. So ein bisschen, wir können auch mal dieses Haus hier abchecken. Ja, dann springen wir hier einfach raus, schnappen uns ein Pferd. Ich dachte eigentlich, ich könnte gleich bis nach ganz unten durchhopsen. War nicht schlimm. So, ein Pferd hätte ich gerne. Bringe mich mal da, genau, zur Kartenmarke. Was? Da führt ein Weg hin. Der ist nicht mal schwer. Ja, man muss nur diesem Weg folgen. Super easy. Ja, da mache ich die Folge einfach eine Minute kürzer heute. Außer wir finden hier noch was Schönes. Ich glaube nicht, ne? Hier sind wir, glaube ich, auch schon einmal dran vorbeigeritten. Aber warte mal, irgendwas ist da drin. Irgendwas ist da drin. So, den Riegel treffe ich ja trotzdem nicht von hier aus. Soll ich hier raufklettern? Ja, von hier aus kann ich den Riegel nicht treffen. Das ist so gut. Na, aber vielleicht auch nicht gut genug. Nehmen wir halt die Mauer hier hinten. So ein bisschen rüberlaufen hier und dann. Machen wir es einfach so. Hätte es ja auch einen schönen Eingang gegeben, einen, der
sinnvoller ist irgendwie. Scheinbar nicht. Scheinbar scheint das die gewollte Lösung gewesen zu sein. Und da finden wir hier drin tatsächlich ein bisschen Titan. Gut, da hat sich der Abstecher zu der Hütte hier doch fast gelohnt. Wunderbar. So, und beim nächsten Mal schnappen wir uns dann da drüben. Sieht man sie nämlich schon. Die Anlegestelle Embert. Und da müssen wir dann wieder ein bisschen meucheln und vorsichtig sein und leise und alles. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber für heute war es das schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.